Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen bei Teil 3 des Fremer-Treffens Bordewig 2022. Also ich hatte im Teil 2 gemerkt, dass es dann doch ein bisschen viel ist und habe dann sozusagen das schon bestehende Video nochmal aufgeteilt und deshalb sehen wir jetzt hier sozusagen unseren letzten Teil, was zumindest jetzt erstmal den Betrieb angeht. Es gibt dann möglicherweise noch einen Teil 4, wo wir uns dann mal die Landschaft etwas genauer angucken, weil ich da, sagen wir mal, speziell daraufhin viele Bilder gemacht habe. Also wir haben jetzt hier den Abzweig, den haben wir bei der Hauptbahn schon gesehen, sehen wir auch gleich nochmal, und den Bahnhof Hukovice. Ich hoffe, dass ich jetzt die tschechischen Namen einigermaßen erträglich ausspreche. Der Endpunkt ist dann der tschechische Schattenbahnhof. Alles andere sehen wir jetzt im Verlauf des Videos. Hier nochmal als Foto, sozusagen aus der Vogelperspektive, den Abzweig von der Hauptbahn auf die tschechische Strecke. Und wir werden jetzt einen tschechischen Eilzug über das ganze Arrangement verfolgen, also stückchenweise, naja, doch so ein bisschen seine Probleme. Was hier sicher daran liegt, also ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, nach 2 Tagen Betrieb muss man natürlich auch mal ein bisschen putzen zwischendurch. Ich vermute mal, dass das hier nicht erfolgt ist. Es kann auch sein, dass hier irgendein elektrisches Problem gab, weshalb da der eine oder andere Zug etwas gestockt hat an dieser Stelle. Also es war nicht der einzigste, der hier ein Problem hatte. Ja, tschechische Eilzugwagen sind zum Teil gehen auf die K&K-Monarchie zurück. Ich weiß nicht, wer jetzt hier dazu die Fahrzeuge baut. Das entzieht sich meiner Kenntnis, da bin ich nicht kompetent. Hier haben wir dann noch mal einen Zug von der Privatbahn, der jetzt hier auch in den tschechischen Grenzbahnhof einbiegt. Ich vermute mal, dass das jetzt hier auch eine Elna ist, die hier den, naja, Güterzug, das Güterzüglein bewegt. Ja, hier nochmal ein Schwenk aufs Bahnhofsschild und den Gleisplan. Hier mit tschechischer Beschriftung. Ich bilde mir ein, dass er in Leipzig auch mal mit deutscher Beschriftung da war. Ja, was jetzt? Das wäre ja Epoche 1, ne? Also das macht hier so eine Epoche 2 jetzt nicht wirklich viel Sinn. Und auch wenn man es falsch ausspricht als Deutscher, man weiß, wo man die Züge hinschicken muss. Das ist ja die Hauptsache. Auch wenn das sicher nicht so schön ist, wenn ständig die Namen falsch ausgesprochen werden. Ja, hier habe ich noch im Bahnhof dann Lokomotiven fotografiert, um dann anschließend zu wissen, um was es sich handelt. Da wollte ich eigentlich mal googeln, habe ich bisher allerdings noch nicht gemacht. Muss ich da zu meiner Schande gestehen. Dann haben wir hier wieder unseren Eilzug, der jetzt hier einfährt. Das glaube ich schon die, wenn, also wenn ich die Wagenreihung sehe, ist das schon die Rückleistung hier, die wir jetzt hier sehen. HP1 heißt Und auch da bleibt man mal vom halt zeigenden Signal, was dann so in letzter Sekunde noch auf freier Fahrt springt. Ja, ich habe relativ spät übrigens herausgefunden, dass es dieses HP0, HP1, HP2 in der Epoche 2, also 1928, noch gar nicht gab. Ja, da gab es das, glaube ich, Signal 11 und Signal 12, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und als Signal 12 wurde dann alles das zusammengefasst, was auf irgendeine Art und Weise freier Fahrt gegeben hat. Also auch das unser HP1 und HP2 wäre also dann alles Signal 12 gewesen. Und es gab dann später noch ein HP3. Das war auch Signal 12. Wir bewegen uns aus dem Grenzbahnhof wieder heraus und schauen uns jetzt mal hier die weitere Strecke an. Also ich, wie gesagt, ich habe diesen Zug relativ weit verfolgt. Hier haben wir einen schönen Flusslauf. Da
gibt es dann im Teil 4 dann auch noch das eine oder andere, weil den habe ich ein bisschen genauer fotografiert, da das zwar sehr schön gemacht war, allerdings gab es da auch das ein oder andere Problem bei der Gestaltung, was man dann dem Flusslauf angesehen hat. Das würde ich dann mal im Teil 4 kurz ansprechen. Wir wollen ja was lernen. Quasi aus den Fehlern und aus den Missgeschicken der anderen kann man immer was lernen. Und gerade beim Gewässerbau, das ist häufig eine lange Geschichte von Missgeschicken. Also auch hier beim Fremo ist, also sozusagen diese, wo man sagt, das ist jetzt, das kann man nicht mehr verbessern, ne? Also sowas sieht man auch beim Fremo nicht so häufig. Also auch da gibt es viele Gewässer, wo also noch Potenzial ist. Oder wo man sich irgendwann mal verbaut hat. Wir kommen zu einer Station, die sich Nova Ves Plesi nennt, wo ein paar schnucklige Güterwagen drin standen und auch ein sehr schöner Bus. Also das ist, ja, der ist, sieht so schön exotisch aus. Wir verlassen diese Station wieder. Es ist ja schließlich ein Eilzug, der ist da durchgefahren. Fahren hier in eine 90-Grad-Kurve mit einer Birkengalerie. Aufnahme übrigens mit dem Gimbal aufgenommen. Sonst, also es wackelt schon so genug hin und her, also ohne den Gimbal ist eine fürchterliche Zitterpartie geworden. Ja, und dann ist immer die Frage, wie wir wollen ja mit den Modulen von einem Rahmen in den anderen, wenn das Modul 50 cm breit ist, dann macht sich das immer nicht so besonders gut. Man hat es hier so gelöst, dass man also hier diese Brücke gebaut hat und danach kommt ein sogenanntes Tunnelmodul, was also viel schmaler ist als die normale Modulbreite und so natürlich einen wunderbaren Durchgang durch den in den Nachbarraum zur Verfügung stellt. Ja, weiter geht's. Aus dem Tunnel wieder raus in den Bahnhof Lokeh hinein, den wir auch schon ein bisschen länger kennen. Wer so meine Videos gesehen hat, der war also auch schon öfters in Leipzig. Das ist er noch nicht, das ist noch das Vorfeld vom Bahnhof. Da ist er zu sehen. Hier geht es erstmal noch über eine Brücke. Und dann in den ganz fantastisch gestalteten Bahnhof hinein. Das Einzigste, was man hier, wenn man noch ein bisschen meckern könnte, wäre, dass diese Wasserfläche vielleicht ein bisschen zu glatt ist. Da könnte man vielleicht noch ein paar Wellen drauf basteln, aber das ist, sagen wir mal, meckern auf sehr hohem Niveau. Also wenn ich mich jetzt hier schon den Damm angucke, die ganzen Grasbüschel, die da verbaut sind und diese ganzen Einzelheiten hier an dem Bahnhof, das ist wirklich, das ist einfach der Wahnsinn. Und auch hier standen wunderschöne Lokomotiven drin. Hier geht es dann wieder raus aus dem Bahnhof. Haben wir nochmal einen, na, nicht ganz 180 Grad Bogen. Wieder zurück, weil der Eilzug dort nur kurz am Signal gehalten hat. Und jetzt sich wieder weiter bewegt.
nächste Station ist dann ein Kohlebergwerk. Auch das hat den Namen natürlich. Einzug fährt hier aber durch. Hier gibt es auch einen kleinen Haltepunkt, den habe ich als Personenzug mal irgendwann übersehen und bin da einfach durchgefahren. Ja, es ist auch nicht so einfach. Ich meine, es gab keine Signale. Ich bilde mir auch ein, dass irgendetwas wie eine Haltetafel gab es da auch nicht. Ich habe das einfach irgendwie nicht für ernst genommen. Also, es sind so die kleinen Fremo-Pannen, wenn man da so jedes Mal einen anderen Fahrplan zieht und dann hier auch noch, ich bin ja so totaler Sprachidiot, dass ich kaum ein paar Brocken Englisch kann, geschweige denn Tschechisch. Ja, und da ist es schon schwierig, sich da irgendwie zurechtzufinden. Das ist sehr schade, aber naja, gut, ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das nicht mehr so lernen muss. Die Einfahrt nach Locket nochmal als Foto. Hier sieht man vielleicht noch ein paar besser, ein paar Einzelheiten. Hier nochmal das Bahnhofsgebäude im Gegenlicht. Und da, wo eigentlich ein Schaltpult wäre, war hier eine Aneinanderreihung von Schlüsseln. Na, das ist also in Teilen des Fremos so, dass man versucht, da möglichst nah ans Vorbild zu gehen. Und solche Bahnhöfe waren eben häufig mit Schlüsselwerken gesichert. Na, hier sehen wir das nochmal von nah an. Also, ich würde da wahrscheinlich nicht durchblicken. Na, die beiden Bahnhofsseiten noch voneinander getrennt. Also einmal links Schlüssel, einmal rechts. Da sind noch viel mehr Schlüssel. Also da ist einiges los. Hier haben wir einen Güterzug, der entweder in den Schattenbahnhof in den Tschechischen oder ins Kohlebergwerk, was übrigens Rabova heißt. Ich habe inzwischen nachgeguckt. Da kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Gleich ein schöner Kommentar mit auf dem Film. Viele, viele kleine schnuckelige Wagen. Also man hatte wirklich den Eindruck, dass da, naja, es ist sehr viel Wagen unterwegs waren, die noch aus der Epoche 1 stammten. Hier dann das Bergwerk mit schon einem beladenen Ganzkohle, Ganzzug. Dann mal hier umkreist. Ja, auch die Wagen haben wir schon gesehen, die dann auch auf dem Arrangement unterwegs waren. Hier gibt es also viele, viele Ladestellen. Man hat also hier zu tun. Hier ist noch eine Ecke, wo noch nicht so ganz fertig ist. Aber wir wissen das ja, ne? Modellbahn wird nie fertig. Gibt es immer wieder was Neues, was man bauen kann. Manche reisen ab und bauen neue. Das wäre hier natürlich ein bisschen schade. Holzplatz, kommen wir gleich noch dazu. Also ein Bergwerk, vor allem von der Größe, das kann schon ganz schön Verkehr dann auf dem Arrangement generieren. Ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Fotos, wo man also die Details noch etwas besser sieht. Ja, er steht ein bisschen schief und schräg, aber das ist wie gesagt ein Modul, was ja bewegt wird.
Das ist ja keine stationäre Anlage. Hier auch jeden Stein einzeln bemalt. Also das ist auch sehr schön. Dann haben wir das Thema Holzplatz. Das wird bei solchen Bergwerken gern vergessen, ist aber eben sehr, sehr wichtig, weil ja alles unter Tage irgendwie versteift wird. Hier hat er mich dann noch darauf hingewiesen, dass es da einen Sägegratter gibt. Da war er sehr stolz drauf. Ich bin sehr stolz drauf, dass ich diese Bilder hinbekommen habe. Na, dass ich das hier aufs Bild bannen konnte. Es war auch nicht so einfach. Wie gesagt, das ist keine Spiegelreflex, das ist alles mit dem Handy gemacht. Die beiden letzten Bilder, auch das ist dann noch assoziiert. Das werden dann die Wagen beladen mit Kohle, sind also auch wieder mit meiner Stacking-Technik gemacht worden. Ja, und dann verlässt der Güterzug wieder den Bahnhof in der andere Richtung. Theoretisch müsste jetzt hier Kohle drin liegen. Also wurde dann mit einzelner Kohle, also einzelnen Kohlestücken, dass die Wagen beladen am Zielbahnhof. Ach, hier ist tatsächlich Kohle drin. Am Zielbahnhof wurde das wieder ausgekippt und dann wieder zurück zum Schattenbahnhof geschafft, damit er das wieder beladen konnte. Ja, so viel zum Kohlebergwerk. Wir haben jetzt zum Schluss des Videos noch ein paar Bilder aus dem tschechischen Schattenbahnhof von den Fahrzeugen, die dort herumstanden. Das ist ja auch was, was man auch nicht alle Tage sieht. Hier dann auch ein paar Eigenbaufahrzeuge, wie diesen Wagen, den wir gerade gesehen haben. Tja, und mit dem Bierwagen, das ist ein schöner Abschluss für das Video. Möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und wir schauen dann mal, was der Teil 4 so alles bringt.